Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex und ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit kurzem kenne. Die sehr wichtige Kernbotschaft ist die, die ich schon am letzten Wochenende unterstrichen habe. Es ist bei der WM-Vergabe 2006 alles mit rechten Dingen zugegangen. Es hat keine schwarzen Kassen gegeben, es hat keinen Stimmenkauf gegeben. Wir haben die Vergabe am 6. Juli 2000 mit 12-11 Stimmen gewonnen. Es war eine geheime Abstimmung. Wer letztlich für uns gestimmt hat, das wissen wir nicht. Aber das unterstreiche ich auch nach Rücksprache mit allen Beteiligten. Ich war persönlich eingebunden in diese Bewerbungsphase, die über eine lange Strecke ging. Also die Behauptung, dass wir auf unlauterem, unkorrektem Wege die WM, diese wunderbare WM 2006 bekommen hätten, die stimmt definitiv nicht. Jetzt kommt der zweite Teil, den ich erst in dieser Geschichte, wie er sich darstellt, auch erst seit kurzem kenne, auch immer noch nicht vollständig. Nach dem Zuschlag im Juli 2000 begannen jedenfalls Verhandlungen mit der FIFA über einen Organisationszuschuss. Das Organisationskomitee hatte drei Einnahmequellen, die da lauteten Ticketing, also die Ticketing-Einnahmen von den 64 Spielen. Das zweite war die Akquise der nationalen Förderer, maximal 6 war da die Zahl. Und dann war immer das Fragezeichen eines Organisationszuschusses. Wir wussten, dass Japan, Korea beispielsweise 4 Jahre vorher jeweils 100 Millionen Dollar von der FIFA bekommen hatten, obwohl das in der Bewerbungsphase vertraglich nicht fixiert worden war. Also es wurde, da war ich nicht eingebunden, über Monate mehr oder weniger ergebnislos mit der FIFA verhandelt. Und im Januar 2002 hat dann unser Generalsekretär und OK-Vize Horst E. Schmidt Franz Beckenbauer gebeten, mit nach Zürich zu einem weiteren Treffen zu gehen. Dieses Treffen verlief dann so, dass es ein Vier-Augen-Gespräch gab zwischen dem FIFA-Präsidenten und Franz Beckenbauer. Und im Zuge dieses Vier-Augen-Gesprächs hat der FIFA-Präsident in Aussicht gestellt, einen Zuschuss von 250 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet 170 Millionen Euro. Daran aber den Satz geknüpft, das solle mit der Finanzkommission der FIFA geklärt werden. Dann haben Gespräche mit der Finanzkommission stattgefunden. Wer die geführt hat, weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Jedenfalls tauchte dann die Forderung auf, das sei schon in Ordnung mit den 250 Millionen Schweizer Franken, aber im Gegenzug müssten 10 Millionen Schweizer Franken an die Finanzkommission überwiesen werden. Franz Beckenbauer war damals bereit, für diese 10 Millionen mit seinem Privatvermögen gerade zu stehen. Das hat er wohl für sich so spontan überlegt, weil er erkannte, dass mit diesem Zuschuss die Gesamtfinanzierung der WM 2006 auf total soliden Füßen stand. Dies wiederum hat sein damaliger Manager Robert Schwan erfahren und hat ihm gesagt, er solle sich aus dieser Angelegenheit raushalten. Und Robert Schwan hat dann die Verbindung zu Robert Louis Dreyfus geknüpft. Und Dreyfus hat dann gegenüber Robert Schwan die Zusage gegeben, diese 10 Millionen an die Finanzkommission der FIFA zu überweisen. Wohin dort genau,
auch das entzieht sich meiner und unserer Erkenntnis. Von diesem Vorgang aus dem Januar 2002 habe ich persönlich nichts gewusst. Ich habe aber stattdessen relativ zügig die ganze Finanzkonstruktion auch in Pressemitteilungen dargestellt, nämlich der Gestalt, dass es diesen Zuschuss gab aus Marketing- und Hospitality-Einnahmen. Da ist auch ein sauberer Vertrag drüber geschlossen worden zwischen FIFA und OK mit einem Profit-Share am Ende. Profit-Share hat auch gegriffen, der Gestalt, dass der Überschuss von 150 Millionen Euro in etwa dann aufgeteilt wurde, 50 Millionen Steuern, 50 Millionen FIFA und 50 Millionen sind beim DFB geblieben, wo dann diverse Aktivitäten für den deutschen Fußball mitgestaltet worden sind. Dieses Thema war dann über Jahre kein Thema, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung nicht, ehe etwa 2004, 2005 das Thema der Rückzahlung dieses Darlehens auftauchte. Da soll es laut Spiegel einen Brief geben, wo es auch einen persönlichen Vermerk von mir geben soll, sofern es denn meine Handschrift ist. Da wiederhole ich das, was ich auch in dem Interview auf dfb.de letzte Woche gesagt habe. Ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen bei der Vielzahl der Vorgänge, die bei der Abwicklung und der Vorbereitung der WM da täglich auf dem Tisch waren. Ich kann es nicht ausschließen. Aber jedenfalls ist dann wohl gesprochen worden, verhandelt worden. Da war ich persönlich nicht eingebunden. Auch das waren eben die Zuständigkeiten, die lagen woanders. Und dann ist wohl im April oder Mai, April 2005 die Rückabwicklung geschehen, dergestalt, dass man, dass damals noch die Absicht war, eine besondere FIFA-Gala in Berlin durchzuführen. Und da gibt es entsprechende Unterlagen. Der Antrag der FIFA gestellt wurde, dass das OK sich an dieser Gala auch beteiligen solle. Diese Vorlage wurde entsprechend erstellt, ging in die Gremien, OK-Präsidium und Präsidialausschuss, wurde dort genehmigt. Und dann ist dieser Betrag von 6,7 Millionen Euro, der entsprach den vorherigen 10 Millionen Franken, auch zurücküberwiesen worden an die FIFA. Also die FIFA war am Anfang über die Finanzkommission dort eingeschaltet oder eingebunden und zum Schluss bei der Rückabwicklung. Ich bin vorgestern, also am Dienstag, bei Franz Beckenbauer in Salzburg gewesen und kenne erst seitdem einigermaßen genau diesen ersten Teil, also wie überhaupt der Kontakt zu Robert Louis Dreyfus zustande gekommen ist. Und den weiteren Ablauf hat auch Franz Beckenbauer nicht mehr präsent, was nicht verwundert bei Dingen, die so lange zurückliegen. Die 6,7 Millionen tauchen auch in allen Jahresabschlüssen auf. Und nach den Dokumenten, die uns vorlagen, das hat einige Zeit gedauert, die zusammenzukriegen, ist der Vorgang innerhalb des Organisationskomitees auch absolut nachvollziehbar und verständlich gewesen. Auch die Frage, nachdem die Gala abgesagt wurde, hättet ihr das Geld denn nicht zurückfordern
müssen, die lässt sich so beantworten, dass dort schon erhebliche Organisationskosten, Vorlaufkosten entstanden waren, sodass man gesagt hat, wer genau, weiß ich auch nicht, dass man gesagt hat, also wir lassen das so, wir kommen ohnehin in die Schlussabrechnung mit der FIFA und berücksichtigen das. Die Zuständigkeiten im OK, wie wir sie damals hatten, die sind Ihnen bekannt. Was habe ich mir persönlich vorzuwerfen? Ich habe von dem Vorgang erfahren, im Juni etwa, taggenau kann ich nichts sagen, über Umwege. Daraufhin habe ich eine interne Untersuchung hier im Hause erbeten, die einige Zeit gedauert hat. Aber es ist zweifellos mein Versäumnis gewesen, die anderen Mitglieder des Präsidiums nicht dann auch frühzeitig informiert zu haben. Das muss ich ganz eindeutig auf meine Kappe nehmen und habe das auch den Kollegen und Freunden aus dem Präsidium sowie auch den Vorsitzenden der Landesverbände so vermittelt. Das ist in etwa vielleicht noch ein Punkt, der auch in der Berichterstattung immer wieder auftauchte, dass es ein Gespräch gegeben habe im Frankfurter Airport Club, wo man innerhalb der alten OK-Besitzung darüber gesprochen hätte. Dies stimmt also nicht. Wir haben uns da getroffen, aber da ist über dieses Thema nicht gesprochen worden. Da ging es generell um mögliche Dinge, die sich aus der ISL-Insolvenz noch ergeben könnten. Aber da war dieses Thema nicht der Fall. Und ich persönlich habe bis auf einige Smalltalks Robert-Louis Dreyfus auch nur einmal länger getroffen. Das war aber 2 Jahre nach der Weltmeisterschaft, als er also auch von seiner schweren Krankheit damals gezeichnet war. Das ist so in etwa der Sachverhalt. Ich gucke gerade, ob ich noch etwas vergessen habe, aber ich bin da auch bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Es ist ein Gesamtkomplex, aber bitte, die wichtige Botschaft, die steht, das Sommermärchen war ein Sommermärchen und das bleibt ein Sommermärchen. Es ist nicht mit unlauteren Mitteln nach Deutschland gekommen. Und das zweite Stück der Aufklärung, da habe ich jetzt auch letztlich bis zum Dienstag gebraucht, um das so zu verstehen, wie ich es Ihnen jetzt auch versucht habe zu vermitteln.